Herzlich willkommen zu einer neuen Programmvorstellung auf diesem Channel. Dieses Mal möchte ich euch eine Erweiterung, also ein Plugin für den Google Chrome Browser vorstellen. Das Ganze gibt es auch für Firefox, also allerdings weiß ich nicht, ob in Firefox auch alle anderen Programme dabei sind oder eben nur dieses angegebene Programm. Und zwar handelt es sich um ein Programm namens Aviary. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber so wird es zumindest geschrieben und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das bekommen könnt. Ihr geht in eurem Google Chrome Browser, achso, natürlich solltet ihr das Ganze auch sehen können. Ein bisschen kleiner machen, so. Ihr geht hier in diesem Einstellungen-Symbol auf eure Erweiterungen. Dort geht ihr auf weitere Erweiterungen herunterladen und gebt hier oben jetzt ein Aviary. Ich zeige es euch gleich, wie man schreibt, oder ihr schaut direkt hier unten, ob ihr es findet. Manchmal sind nämlich diese Dinge auch hier unten angezeigt, wenn sie beliebt sind, und das ist garantiert beliebt. Aber schauen wir mal nach Aviary. Ich glaube, so wird es geschrieben. Ja, Aviary Screen Capture. Dieses Programm einfach installieren und das findet ihr dann hier oben als kleines Symbol zum Anklicken. Und das ist wirklich riesengroß, dieses Programm. Also riesig, wirklich riesig. Da ist echt viel dabei und wir klicken es einfach mal an. Und ihr seht, was hier alles dabei ist. Wir haben hier einen Image Markup, einen Image Editor, Color Editor, Effects Editor, Vector Editor, Audio Editor. Und das alles in eurem Browser. Das heißt, da öffnet sich einfach nur ein neues Browserfenster, da öffnet sich kein Programm oder sowas, eben nur euer Browser. Und es gibt eine richtig coole Funktion, die nennt sich Capture Visible Partition. Ja, Partition of Page. Da war gerade meine Maus im Weg. Und damit könnt ihr ganz einfach ein Bild machen von eurem Screen sozusagen. Beziehungsweise von eurer Seite. Wir probieren das einfach mal. Wir klicken jetzt hier mal drauf. So, Screenshot wurde genommen. Ihr seht, jetzt hat sich hier ein neuer Browser geöffnet. Und wir sehen jetzt genau das, was wir gerade eben hatten als Bild. Wir können das hier rumschieben. Ihr seht, das alles wurde aufgenommen. Eben euer Bildschirm, nicht das, was oben drüber war. Und ihr könnt das jetzt hier in diesem Programm bearbeiten. Wir haben hier Pfeile, wir haben hier Kreise, Rechtecke, alles Mögliche. Wir können jetzt hier zum Beispiel einen Pfeil nehmen und möchten jetzt einen Akzent eben auf, sagen wir mal, Rex Project setzen. Das heißt, wir klicken hier einfach und ziehen den Pfeil hier rüber auf Rex Project. Und dann sieht man, das sieht richtig schön aus mit dieser Animation. Also nicht mit einer Animation. Ich meine, der Effekt an sich eben, wie der Pfeil gestaltet ist. Man kann irgendwas Wichtiges, kann man unterstreichen, sagen hier das Ganze markieren. Man kann etwas in einen Kasten setzen. So, das ist wichtig. Man kann etwas in einen Kreis setzen. Man kann das eben markieren. Man kann natürlich auch ganz normal rückgängig machen mit diesen Tasten hier an der Seite oder man kriegt schon angezeigt, wie wir es von Photoshop kennen oder von Paint oder von anderen Programmen. Mit Steuerung und Z können wir rückgängig und hier sehen wir Steuerung Y, können wir das Ganze wieder herholen. Restore heißt dann einfach alles löschen. Machen wir jetzt mal Nein. Und wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Wir können natürlich einmal unseren Zoom einstellen, das heißt, wir gehen richtig nah ran an das Bild. Wähle ich hier mal den Picker. So, na, da war es doch die Hand. So, jetzt, wir können hier richtig nah rangehen und sehen, genau da möchten wir nochmal den Pfeil ein bisschen genauer hinsetzen. Natürlich können wir die ganzen Sachen auch wieder bearbeiten, das heißt, wir nehmen einfach unseren Picker oder eben drücken V. Das Ganze wird immer angezeigt, wenn wir drüber fahren. Die einzelnen Shortcuts, hier haben wir L, A und. Und können das Ganze hier wieder nicht verschieben. Doch, jetzt habe ich es. Hab mich auch gerade gewundert. Doppelklick anscheinend. Probieren wir es nochmal. Nee, einfacher Klick reicht, habe ich wahrscheinlich gerade nicht richtig getroffen. Und wir können das Ganze verändern. Wir können auch die Größe noch verändern und den Pfeil wieder ein bisschen kleiner machen und das Ganze dann anders positionieren, wie wir es eben möchten. Das Ganze können wir natürlich auch noch ein bisschen drehen. Und es ist eigentlich richtig, richtig angenehm, das Programm, weil man so schnell damit arbeiten kann. Natürlich kann man auch was ausschneiden, man kann hier noch Text hinzufügen, bla bla bla, irgendwas eben. Können hier irgendwelche Lasso-Werkzeuge verwenden. Ihr seht hier. Und dann eben diesen Bereich ausschneiden. Und ich finde dieses Programm auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nützlich, da man so ganz, ganz schnell seine Sachen bearbeiten kann, ohne großartig irgendein Programm öffnen zu müssen. Also wenn ich jetzt irgendwas euch zeigen möchte, dann muss ich nicht erst Photoshop öffnen oder Paint und muss dann da das Bild einfügen mit STRG-C, STRG-V oder eben den Druckknopf, also ein Screenshot vom ganzen Display machen, das Ganze dann ausschneiden, sondern ich drücke einfach auf dieses kleine Icon hier, mache dann ein Bild von der Umgebung, automatisch öffnet sich dann dieser Editor und wir können hier ganz schnell irgendwas Großartiges markieren. Oder wenn uns langweilig ist, können wir auch irgendwelchen Scheiß fabrizieren, sage ich jetzt mal.
So, das war aber noch lange nicht alles. Ich kann auch gar nicht alles vorstellen, weil ich es auch noch gar nicht alles selbst ausprobiert habe, aber das war jetzt auf jeden Fall die Funktion, für die es sich auf jeden Fall schon gelohnt hat, das Ganze hier zu downloaden. Wir haben aber auch noch einen Image Markup, Image Editor, Color Editor, Effects Editor, Vector Editor, Audio Editor. Und der Audio Editor ist auch wirklich interessant. Ich möchte mal nur kurz ankratzen. Also ich werde euch jetzt nicht groß was zeigen. Ihr seht, das Ganze öffnet sich wieder ganz normal in einem Browser, öffnet sich. Und wir haben jetzt hier unseren Audio-Editor. Das heißt, wir können hier eine Datei einfügen, können da die Lautstärke regeln, können den ganz ein bisschen schneiden, können auch ein paar Effekte hinzufügen. Hier oben haben wir Möglichkeiten mit Edit, Track, View, Transport, About. Obwohl es Englisch ist, gar nicht schwer zu verstehen, das Ganze auch grafisch sehr schön aufgebaut. Können dann hier einfach unseren Track anhören, können uns das bearbeiten. Wir sehen hier unten auch den Tempo, die Tempozahl, also Beats, Measure, wird hier alles angezeigt. Wir können importierte Files noch bearbeiten, indem wir einfach das Ganze hier anzeigen. Oder die Library ein bisschen größer machen. Und das Ganze ist auch eigentlich wirklich top, muss ich sagen. Hier können wir das Ganze auch noch ein bisschen näher ranzoomen, weiter wegzoomen. Wie wir es eben auch von anderen Programmen kennen, mit dem Unterschied, dass sich dieses Programm hier, diese Erweiterung wirklich sehr, sehr schnell öffnet. Und wir können das Ganze immer mit sämtlichen Programmen speichern. Wir haben hier oben Save As. Das heißt, wir geben einfach das Ganze ein, eine Beschreibung, können das Ganze dann speichern. Dazu, wie ich gerade sehe, habe ich noch gar nicht gemerkt, müssen wir anscheinend uns registriert haben. Aber wenn das Ganze dann wirklich so funktioniert, finde ich, ist eine Registrierung gar nicht so wild. Verlassen wir das Ganze. Das finde ich auch cool, wenn ihr die Seite verlassen möchtet, dann werdet nochmal gewarnt, weil natürlich, wenn ihr jetzt arbeitet und ihr kommt aus Versehen auf das X und die Seite schließt sich, war alles umsonst, aber wir können das Ganze dann doch noch auf dieser Seite bleiben, dann bleibt alles, wie es ist, oder wir verlassen es dann wirklich. So. Und ich finde, dieses Programm ist wirklich richtig, richtig genial geworden für seine Einfachheit. Wie gesagt, wir gehen einfach nochmal das Ganze auf diese kleinen Schlüssel hier oben, auf diese kleine, auf dieses Werkzeug, gehen auf Erweiterungen, Erweiterungen herunterladen, also weitere Erweiterungen, und geben hier dann ein nochmal Aviary oder sowas ähnliches. Avi, da, das R muss weg, Aviary, und können das Ganze dann hier einfach downloaden. So, einfach ist das. Schwieriger ist, geht's wirklich nicht. Wir können hier natürlich auch noch unsere Kommentare durchlesen oder Kommentare von anderen. Wir sehen, das Ganze hat eine recht gute Bewertung, also 4 von 5 Sternen ist, denke ich, auf jeden Fall gut von 34.904 Nutzern. Wöchentliche Installation über 3000. Also ihr könntet bald dazugehören mit diesem simplen, coolen Programm, mit dieser coolen Erweiterung. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen, hören, schreiben uns. Bis zum nächsten Mal und ciao.